Willkommen zurück, liebe Freunde des Imperiums und imperiale Nachwuchsoffiziere. Wir werden uns heute mit der dritten Mission auseinandersetzen, wo wir erstmalig einen TIE-Bomber fliegen werden. Und dieser wird sich ganz anders vom Flugverhalten her steuern lassen als ein gewöhnlicher TIE-Jäger, denn der TIE-Bomber ist schwerfälliger. Wie versprochen, werde ich euch jetzt mal diese taktische Karte zeigen. Habe ich im letzten Mal ja schon angekündigt. Und jetzt sollt ihr mal sehen, wie dieses Briefing auf dieser Karte abläuft. We have traced the Mugari Pirates Hyperjump Path to a cargo loading area. Your first objective is to stop the cargo ferries from escaping with their contraband. Then stop the transports and shuttles. Destroy anything that might be carrying weapons. Two TIE interceptors will be launched to engage the Y-wings. The TIE bombers will assist if needed. So, geht's jetzt noch weiter? Do not let anyone escape. Be ready for any enemy reinforcements. We have traced the Mugari Pirates Hyperjump Path to a cargo loading area. Your first objective is to stop the cargo ferries from... Ihr habt gesehen, das ist alles ein bisschen natürlich schön visuell dargestellt, aber ein bisschen schwerfällig. Aufgrund dessen werden wir uns dieses Briefing auf der Karte nicht jedes Mal anschauen. Aber wir fliegen jetzt einfach mal unsere Mission. Schwere Raketen sollte ausreichen. Das sind echt Apparate. Ich werde jetzt mal ganz schnell auf diese Transporter hier zufliegen. Ihr seht, wir haben 8 schwere Raketen geladen. Das ist ordentlich. Und ihr seht, die sind hier gut versammelt. Es gibt hier übrigens auch noch diese Rotstaffel und die Blaustaffel, um die wir uns hier kümmern müssen. Das machen wir dann als nächstes. Und unsere Ziele ist, wir müssen die Frachtfähre Gallon zerstören, die Frachtfähre Wes, den Transporter Prince, Dawn und Destian und die Fähre Xesre und Dunce. Und Bonusziele müssen wir mal schauen. The attack on the Mugari Pirates has begun. Der greift unsere Fregatte an. Good hunting, Alpha 1. Target destroyed. Da ist dieser Transporter. Um den wollen wir uns kümmern. Ah, leider daneben. Target destroyed. Target destroyed. Okay.
ist deutlich zu nah. Wir müssen ein wenig zurückfallen. Die Blaustaffel und Rotstaffel müssen wir jetzt angehen. Schnappen wir uns Blau 4. Wo ist Blau 2? Da ist Blau 2. Müssen wir mal schauen. Ist irgendeiner abgehauen? Ne. Ah, Goldstaffel. Wen greifen die an? Order acknowledged, sir. Using your target for attack. Meine Staffel folgt mir. Die Abfangjäger fliegen auch dorthin. Sehr gut. B-Wings sind sehr, ich sag mal, gut gepanzert. Und auch kampfstark. Sobald wir nah dran sind, werde ich die Waffenrate wieder hochschalten. Und flink sind die auch noch. Wow. Das ist ein bisschen zu nah, meines Geschmacks nach. Ja, die Abfangjäger setzen den richtig zu. Seht ihr, Goldstaffel war ein Bonusziel. Oh, 3 X-Wing. Alpha 1, this is Blink Group Alpha, using your target for attack. Na, das kann was werden gegen X-Wings. Vielleicht schaffe ich ja einen mit einem Torpedo zu treffen, wenn ich nah genug dran bin. Das versuchen wir gleich mal.
Ihr seht, sobald das rot ist, ist das Ziel markiert. Der Torpedo würde den Gegner jetzt verfolgen. Sehr gut. Wir haben die Bonusziele erfüllt. Wir können nun zu unserem Basisschiff zurückkehren. Beziehungsweise ich kann die Mission auch so beenden. Punkte ist in Ordnung. Was habe ich erreicht? The timing of our attack was perfect. We attacked when both parties to the weapons deal were still in the area. Our attack completely destroyed all of the Mugari and Rebel craft. Ausgezeichnet. Wir haben alle Primärziele erfüllt, alle Bonusziele erfüllt. Haben 3 X-Wings vernichtet, 3 Y-Wings und ein B-Wing, 2 tüderianische Fähren, 1 Transporter und 2 Frachtfähren. Ja, ich denke, das ist ein gutes Ergebnis. Jetzt schauen wir mal auf unseren nächsten Einsatz, was dort auf uns warten wird. So, sprechen wir erstmal mit dem Flugoffizier. Was sind die Ziele dieser Mission, Sir? During our attack on the Mugari Rebel weapons area, the Rebels launched a raid on Outpost D-34. It fell to the Rebels despite a valiant fight. The Rebel terrorists are in the process of looting the station for any arms or equipment they can steal. Our objective for this mission is to retake the outpost, recovering as much stolen material as we can. Mist, unser Außenposten wurde geändert. Den müssen wir jetzt quasi zurückholen. Welches Schiff werde ich fliegen? You will be flying the TIE Interceptor designated Alpha 1. You will be the flight leader of a 3-craft flight group. Your craft will be equipped with 12 concussion missiles. Oh, wir fliegen sogar jetzt einen Abfangjäger, sehr cool. Da das Verhalten relativ ähnlich dem eines TIEs ist, werde ich jetzt nicht die Trainingsmission machen. Mit welchen Gegnern muss ich rechnen? Besides the usual Y-Wings and X-Wings, our intelligence believes that the Mugari have sold the Rebels a squadron of the new escort shuttles that they stole from Cygnus Spaceworks. These craft are a design modification of the Lambda-class Tiderian shuttle for use as military assault and heavily armed escort vehicle. What makes them particularly deadly is their rear-mounted flexible laser turret. Okay, da müssen wir aufpassen. Wobei, solchen Fähren sind wir, denke ich, schon begegnet mit den Escort-Fähren. So, mal schauen, was wir für den Imperator tun können. Wie kann ich dem Imperator dienen? The Emperor is concerned by the Rebels' capture of Outpost D-34. The most disturbing element is that they seem to know exactly how to time their attacks when Imperial forces are engaged in another sector. Be alert for clues and opportunities to inspect or capture any rebel craft leaving the outpost when we recapture it. Ja, das ist wirklich besorgniserregend. Woher hat die Allianz diese Information, dass der Außenposten zu dem Zeitpunkt, wo der letzte Einsatz lief, nicht gut bewacht war? Das werden wir, denke ich, noch herausfinden. Wir nehmen mal Abfangraketen. Wie vorgeschlagen. Destroy enemy shuttles and transports. Alpha 1, Guardian to destroy Alpha 1.
is taking damage. Alpha 1, this is Beta 2. Target destroyed. All TIE interceptors. Good hunting. Oh, der Transporter ist sehr nah dran. Das seht ihr ja. Target destroyed. Target destroyed. TIE Interceptors Alpha and Delta. Stop the X-Wings and Y-Wings. Excellent work, Alpha 1. Secondary mission objectives completed. The Emperor will be pleased. You have located the Rebels' cache or stolen equipment. Transport Omega. Disable and capture this transport. So, diese Fähre müssen wir... Target destroyed. ...vernichten. So, wo ist der Transporter? Excellent hunting, Alpha 1. Target destroyed. Ja, dem geht's noch gut. Target destroyed. So, wir haben Gopher untersucht und auch einen Teil der Bonusziele bereits erfüllt. So, jetzt müssen wir uns mal um die A-Wings kümmern. A-Wings sind sehr problematisch, weil die unheimlich flink sind. Target destroyed. Target disabled. Es fliegt uns quasi jetzt davon, das Schiff. Ah, da haben die mir wieder einen Kill geklaut. Begin capture operation. Ihr seht, wie schnell die sind. Oh, unsere Bonusziele haben wir schon erfüllt, sehr gut. Ich freue mich schon auf die späteren Schiffe, wo wir nicht nur einen schnellen Antrieb haben, sondern auch Schilde. Puh. Wird Zeit, dass diese Station wieder unter unsere Kontrolle gestellt wird. Sie ist leer. Ihr seht jetzt hier diese modifizierte Fregatte. Die Nebulon B1-Fregatte hat nur einen dieser großen Streben nach unten, quasi genau in der Mitte. Und hier sind es halt zwei.
Das ist der Unterschied zwischen der Nebulon B1 und B2 Fregatte. Ja, ich frage mich, wann die Übernahme endlich gelaufen ist. Der Station. Okay, ein Transporter muss da noch hin. Eine halbe Minute braucht er, okay. Ich denke, wenn dieser Transporter angedockt hat, war es das dann mit dem Einsatz. Hier seht ihr übrigens die Geschütztürme der Station. Begin capture operation. Alpha 1, capture operation complete. Good work, Alpha 1. Primary mission objectives completed. We have recaptured outpost D-34 and have driven off the rebels. So. Mehr ist hier jetzt nicht zu tun. Ich werde nochmal eine Runde fliegen. Und dann im Hangar landen. To join the secret order of the Emperor. So, wir haben grandiose 75.000 Punkte in diesem Einsatz bekommen. Unsere Trefferquote per Laser war lausig, 37%, aber dafür waren unsere Raketentreffer relativ gut. Und wir wurden bereits jetzt schon zum Hauptmann befördert, nach 4 Einsätzen. Sehr gut. Was haben wir erreicht? Despite a heavy and intense battle, our forces prevailed in recapturing outpost D-34. The Rebellion's plan to loot and pillage Imperial property has been thwarted. Sehr gut. Ja, wir haben alle Primärziele erfüllt, wir haben alle Sekundär- und auch alle Bonusziele erfüllt. Wir haben 3 A-Wings vernichtet, eine Escort-Fähre und 2 Transporter. Und haben leider 3 TIE-Abfangjäger verloren. Ist aber nicht unsere Schuld. Und dafür 2 Schiffe gekapert. Einmal den Containertransporter und einmal die Raumstation. So, und das Coole ist, wir sind jetzt auch Mitglied im Geheimbund des Imperators. Quasi die Organisation, die diese Gestalt hier vertritt. Was habe ich erreicht? Excellent. You have helped us locate the equipment the rebels looted from Outpost D-34. Sehr gut. Ja, wie beurteilt er meine Mission? Das wird nichts anderes sein als der Flugoffizier. Gut. Das genügt mir, Sir. So, jetzt geht's weiter. Das will ich euch übrigens nochmal jetzt zeigen. Also hier, Trainingszertifikate kennt ihr ja. Hier bauen wir fleißig unsere... ich sag mal, unsere Ordensschatulle aus für die entsprechenden Bonus- und Sekundärziele. In der einen Mission gab es halt keine Sekundärziele, deswegen ist ja ein Stern jetzt weniger. Und was ich euch jetzt zeigen will, wir sind ja jetzt Mitglied im Geheimbund des Imperators. Sie wurden aufgenommen in den Geheimbund des Imperators und wir sehen halt unsere
unser Abzeichen. Eigentlich ist es ein durch die Macht eingebranntes oder durch die dunkle Seite eingebranntes Tattoo. So, weiter geht's. Was sind die Ziele dieser Mission, Sir? The rebel attack on Outpost D-34 was launched from a rebel cruiser in the Bruani sector. We have located its exact position and are launching an attack to destroy it. You will fly in the first wave to clear away the cruiser's starfighter shield, paving the way for a second wave of assault gunboats. These gunboats will lead the direct assault on the cruiser. Welches Schiff werde ich fliegen? You will be flying an assault gunboat designated Tau 1. You will have one wingman in your flight group. Your craft will be equipped with 16 concussion missiles. Oh, ein Kanonenboot. Jetzt holen Sie aber die großen Schiffe raus. Mit welchen Gegnern muss ich rechnen? The Rebel Cruiser will send its finest A-Wings, B-Wings and X-Wings to defend itself. Das heißt, wir haben zumindest Schilde im Einsatz. So, das genügt mir, Sir. So, wir werden jetzt Folgendes machen. Ich denke, wir machen jetzt mal eine Trainingssession. Wenn euch das nicht interessiert oder interessieren sollte, dann überspringt das einfach bitte, bis wir dann quasi jetzt bei der Mission, beim Briefing, beim Geheimbund dann diesen Part dann fortsetzen werden, weil ich werde jetzt erstmal ein Abfangjäger und Kanonenboot-Training machen. Nehmen wir mal das Kanonenboot zuerst. Ja, ihr seht, das Cockpit des Kanonenbootes sieht ganz anders aus. Wir werden auch unsere Schilde komplett abschalten, weil Schilde bringen uns hier überhaupt nichts. Weil selbst wenn wir Schilde haben und hier gegen die Wand fliegen, ist es einfach vorbei. Wir bleiben halt einfach stehen. Oh, das war ein lausiger Run, aber wie lausig. Jetzt müssen wir es besser machen. Ja, sehr cool ist, dass wir schon so viele Punkte haben. Die kriegt man auch nur, wenn man im Schwierigkeitsgrad schwierig spielt. Weil auf Medium und Leicht sind die Punkte entsprechend heruntergesetzt. Da dauert es sehr, sehr lange, bis man in den Rängen aufsteigt. Deswegen kann es auch durchaus sein, dass wir schon sehr zügig den höchsten Rang erreichen werden. Oh, ich fliege heute wie ein Besoffener. Ja, ich merk's schon, es ist nicht mehr so wie früher mit der Kontrolle eines Joysticks.
Dieses Shuttle hat auch, oder dieses Kanonenboot hat auch Ionenkanonen, habt ihr gerade gesehen? Die deaktivieren andere Schiffe. Brauchen wir jetzt in diesem Trainingsszenario nicht. Aber schon im nächsten Einsatz, denke ich. Ja, dieses Drehkreuz können wir auch vernichten. Habt ihr ja gesehen, wir können dort entsprechende Teile rausschießen. Habt ihr eigentlich auch mal solche Flugsimulator-Spiele von Star Wars gespielt oder auch andere? Wing Commander zum Beispiel oder... Ja, was fällt mir da noch ein, was ein gutes Simulationsspiel ist? Ja, ganz klassisch Freelancer. Da bedauere ich ja immer noch, dass es keinen zweiten Teil gab. Seht es positiv, wenn euch das nicht interessieren sollte, dieser Parcours hier. Ihr müsst ihn nur einmal miterleben. Dann ist das Trainingszertifikat nämlich erfüllt und dann besuchen wir diesen Simulator nie wieder. Ich konzentriere mich meistens nicht auf dieses Drehkreuz, weil das ist die Mühe nicht wert. Ja, so 200 Ziele würde ich gern getroffen haben. Thank you.
hier schon zwei von diesen Drehwänden. Ja, jetzt noch eine Minute. Also ich denke, es könnte knapp werden in dieser Ebene. Das war knapp. Zu meinen 200 Zielen bin ich aber zum Glück noch gekommen. Jetzt würde ich gerne noch 30.000 Punkte schaffen. Jetzt haben sich diese Kugeln verschoben. Wow. Muss es jetzt sein, hier irgendwie durchzukommen. Noch knapp 1060 Punkte. Knapp 600. Sekunden noch. So, wir haben 30.000 Punkte passiert. Aber ich denke, die Stufe 10 wird jetzt die letzte Ebene sein. So, letzten 30 Sekunden sind angebrochen. Das war nicht gut. Mensch, ich hätte nicht gedacht, dass wir so gut durchhalten. Na,
Ja, das liegt zum Teil auch an der Geschwindigkeit. Wir haben jetzt annähernd eine Geschwindigkeit mit dem Kanonenboot wie eines Teiljägers. Das heißt, wir könnten durchaus noch... die 12. Ebene erreichen. Jetzt bin ich ja noch bestrebt, die 300 Ziele zu treffen. Jetzt sind es nämlich nur noch 19. Das könnte unser bester Run werden. Das liegt einfach daran, dass das hier ein deutlich energiestärkeres Schiff ist. Energiestärkeres, so. Weil damit kann ich die Laderate der Waffen aufrechterhalten. Und auch durch das Senken der Schilde die Energie von dort in den Antrieb leiten. Sekunden noch. Wir könnten noch eine Stufe weiter schaffen. Jetzt wird uns nämlich immer 5 Sekunden abgezogen. Ich denke, 40.000 Punkte sind noch drin. Das wäre dann für uns erstmal Rekord. Jetzt seht ihr, die Sachen rotieren deutlich schneller. Das heißt, es wird schwieriger für uns, oh bitte, noch 600 Punkte. Nein, es war so knapp. Schade, nicht ganz 40.000 Punkte. Aber 324 Ziele getroffen und wir haben das Flugabzeichen erhalten. Ja, und ich habe gerade gesehen, dass wir schon ausreichend Zeit aufgenommen haben diesmal. Ich denke, wir werden die Mission dann im nächsten Teil unseres Let's Plays aufnehmen. Habt ihr Fragen, Anregungen, Kommentare, schreibt sie gerne unter das Video. Ich würde mich darüber freuen, mit euch ein wenig über das Spiel zu diskutieren. Und ansonsten, wenn euch das Video gefällt, gebt mir bitte ein Like. Und wir sehen uns gleich zum nächsten Teil des Let's Plays, wo wir die Mission machen werden. Bis dann, tschüss.